Jo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge. Und gleich mal vorab an dieser Stelle gibt's diesen Rucksack hier. Das Spider-Signal. Coole Idee, aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber Oh, jetzt habe ich ihn nicht zu Ende sprechen lassen. Sorry. das Spider-Signal. Coole Idee, aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber irgendwann? Ich dachte, er war schon fertig, aber war er nicht. Ja, ich habe gerade noch eine kleine Verbrecherquest gemacht. So. Dann geht es weiter zu den letzten Rucksäcken in diesem Gebiet. Ich bin im Übrigen wieder ein Empire State Outfit. Es muss doch ultra beschissen aussehen. So. Das brauche ich nicht zu cutten. Den Schwungweg ist ja relativ in der Nähe. Dieses Stück von Mysterios Helm war die Inspiration für meine Linsen. Los, zeig mich an, Goldfischglas. Und das nächste ist hier. Also das war jetzt hier. Hier. Da brauche ich auch nicht zu cutten. Ich glaube, bei den dreien brauche ich nicht wirklich zu Sorry, cutten. sorry, sorry. Das ist ja... Wo? Keine Ahnung, wer diesen Comic von mir gemacht hat. Da hat jemand Talent. Wo? Also das Cover sieht schon mal ganz gut aus, aber das daneben... Weiß ja nicht. Sieht ein bisschen billig aus. Was lauerst du? Einheiten, Officer liefern sich Feuergefecht mit Dämonen. Haben eine Meldung aus Gord's Acre. Oh nein, die machen wir später, wenn wir die letzten Rucksäcke gefunden haben. Das sind ja zum Glück nicht mehr viele. Bin ich froh, ey. Bald haben wir das geschafft. Verworfene Kostümentwürfe. Nicht schlecht, aber die weiße Spinne war der richtige Weg. Oh, sieht nicht gar nicht mal so kacke aus. So, und den letzten Rucksack, der befindet sich hier. Da werde ich jetzt wieder schneiden müssen. Also bis gleich. Also, einige Leute behaupten fälschlicherweise, dass ich Geschichten über Spider-Man erfinde. Und das hier hört sich leider auch haarsträubend an. Aber ich habe mit eigenen Augen ein Video gesehen, auf dem Spider-Man Tauben fängt. Wilde Vögel. Warum? Welchen Grund hat er für ein derart abartiges Verhalten? Ich habe lange überlegt. Und jetzt weiß ich es. Er verspeist sie. Wir dachten immer, dass Spider-Man ein Mensch mit Spinnenkräften ist. Aber wenn es umgekehrt ist, was, wenn eine Spinne irgendwo die Kraft eines Menschen bekommt? Und jetzt ist er auf der Jagd. Irgendwo da draußen ist ein riesiges Netz voll armer Tauben, die verschlungen werden. Aber hört es auch auf mit Tauben, sind wir die Nächsten. Eins verspreche ich Ihnen. Ich werde nicht ruhen, bis ich die Antworten habe. Ist klar. Ja, und an dieser Stelle gibt es den letzten Rucksack. Und damit haben wir alle. Im Übrigen haben wir diesen Anzug freigeschaltet. Keinen Scheiß. Also wir müssen noch Basismarken holen. Aber wir haben diesen Anzug freigeschaltet und
Wir haben für die Rucksäcke diesen Anzug bekommen. Den selbstgemachten. Und ja, dafür, dass der selbst gemacht ist, ist er gar nicht mehr so kacke. Und jetzt werden wir uns einigen anderen Missionen, um einige andere Missionen kümmern. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel dieser Nebenmission hier. Die Hauptquest gehen wir dann, denke ich, im nächsten Part wieder an. Oder vielleicht sogar DLC. Mal schauen. Je nachdem, wie viel Prozent wir haben. Schau mal. 70%. Ich denke, wir werden uns im nächsten Part direkt mit dem ersten DLC beschäftigen. Jetzt sind ja auch die Dämonen ja schon weg. Spider-Man! Skate. Sitzt du hier oder was? Spider-Man, es gibt noch viel mehr vermisste Studenten. Heute fand kein Treffen im Debattierclub statt. Alle sind auf einmal verschwunden. Ein koordinierter Angriff. Die Sache eskaliert. Wo war Ihr letzter Aufenthaltsort? Ihr Präsident Harold ist auf einem Touristen-Fotostream zu sehen. Die Brooklyn Bridge ist definitiv auf dem Foto. Das ist südöstlich der Universität. Also hier in der Nähe. Die Brooklyn Bridge. Ist das nicht sogar die? Ja. Ich liebe die Brooklyn Bridge. Sie ist so Ich muss toll. zum südöstlichen Ende der Insel. Ich frage mich halt, ob man da runterspringen kann. Steht ihr? Da müsste doch Wasser in der Nähe Das ist sein. definitiv die Brooklyn. Ich kann zum östlichen Ufer gehen und von dort Richtung Süden. Also theoretisch könnte man da runterspringen, oder ist das so ein Verkehr wie hier auf dem Bild? Ich weiß es nicht. Wäre aber cool. Also nicht das mit dem Verkehr, sondern dass man da runterspringen kann. Ich würde es gern machen. Oh, ich beeil mich lieber. Oh Gott. Ist da echt so ein Andrang? Also theoretisch könnte man doch hier runterspringen. Zum Beispiel könntest du halt von... Oh Gott. Könntest du zum Beispiel von da oben runterspringen. Gut, ob du das dann überlebst, ist eine andere Sache, ne? Die Brooklyn Ich Bridge weiß liegt gar am nicht, ob du südöstlichen ohne Ende der Auto Insel. das drauf darfst. Oh mein Gott, was habe ich gemacht? Ey, Boot, bleib mal stehen. Ich muss zum südöstlichen Ende der Schiffchen, Insel. bleib stehen. Die Brooklyn Bridge liegt am... Was habe ich Ich kann getan? zum östlichen Ufer gehen und von dort... Das ist definitiv die Brooklyn Bridge im Hintergrund. Ich muss zum südöstlichen Ende... Jetzt... Ich bin ganz... Der Laster verliert Benzin. Wenn er explodiert, geht das ganze Viertel hoch. Oh oh. So, als sie den Laster treffen, schlägt es Funken. Oh oh. Und das war's. Hey, du solltest mich attackieren, wenn ich hier gerade... Mann. Die Nerven Habt ihr nichts voll. Besseres zu tun, als euch in die Luft zu jagen? Hä? Wo kam der Elektroschock jetzt her? Oh mein Gott. Der Tank hält nicht mehr lange durch. Ja, was kann ich denn dafür? Ich bin unschuldig. Wenn die hier mit einem Schläger ankommen, kann ich doch nichts dafür. Hört doch mal auf. Wo kommt dieser Schlag her? Das kapiere ich nicht. Oder kommt der durch? Oh, was? Habe ich es noch geschafft? Falls ihr unsicher seid, entzündbar und entzündlich ist dasselbe. Habe ich es geschafft oder nicht geschafft? Danke, ich wusste, dass es falsch war. Aber ich konnte nicht aufhören. Klingt nach einem typischen College-Studenten. Es ist alles in Ordnung. Sieht so aus. Gut. Bleibt bestimmt gleich noch die letzte Nebenquest für uns. Na? Ja, war klar. Es müsste sogar die letzte sein, oder? Ja.
Na oh Gott. New York ist aber schon ganz schön geil, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzigste bin. Also LA ist natürlich auch ganz cool, aber New York hat noch mal den gewissen Charme. Aber ist, glaube ich, noch mal um einiges gefährlicher, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht wohnt ja Spider-Man. jemand von euch in New York und kann mir das ja mal sagen. Der wird wahrscheinlich kein Spider-Man, Wort verstehen, wir haben was ich eine sage, aber okay. Krisensituation. Das Football-Team hatte ein Auswärtsspiel und kam nie zurück. Man hat nur die leeren Busse gefunden. Team, Fans, Betreuer. Lee hat eine Armee am Start. Gibt es Spuren? Jemand hat den Quarterback Brad Davis erkannt. Hat ein Foto gepostet. Warte, das sieht aus wie der Bogen am Washington Square. Das ist doch neben der ESU. Ich kenne den Ort. Südlich der ESU. Oh. Bin ich gerade? Ich bin gerade. Das ist, glaube ich, hier. Ich Vollidiot. Das ist so hier in der Nähe. Ich muss nach Süden. Irgendein Bogen. Also hier ist kein Bogen. Ich bin zu weit nördlich. Ich muss nach Süden. Ach so. Ach, gut. Ist okay. Ich muss nach Süden. Das ist genau neben der Universität. Weißt du, eben sagst du noch Norden, jetzt sagst du Süden. Kannst du dich mal entscheiden, Digga? Ich guck mal. Ja, gut. Gehe ich halt zurück. Ach, da. Hallo. Es geht. Alles, was Beinhart. Die sind wie ein Rudel Wölfe. Je länger das dauert, desto eher gibt es Tote. So, geht mal weg hier. Ich muss diese Markierung wegmachen. Oh mein Gott. Wie die alle aussehen. Nein, ich werde dich töten. Ich darf dich aber nicht töten, weil du trotzdem ein Mensch bist. Auch wenn du infiziert bist. Wie viele Spieler sind noch mal im Team? Von einem Geisteskranken. Wie viele sind das denn? Hier war doch noch einer. Das sind ganz schön viele. Guckt euch das mal an. Ich werde dich töten. Wir dürfen sie doch nicht verletzen. Zum ersten Mal wünschte ich, unser Team hätte weniger Fans. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt rasten sie aber komplett aus, ne? Ist okay. Ist okay, Mann. Wo kommt da so ein Schläger-Dude? So ein richtig großer Schläger. Oh, da ist noch einer. Okay, wir haben ihn getroffen. Das ist Wenn sehr sie gut. gegen Stealth auch so hartnäckig gewesen wären. Ich finde tatsächlich, diese Infizierten sind noch mal um einiges schlimmer. Ja, das sage ich, der die Dämonen hasst. Also die Dämonen sind schon schlimmer, aber die sind, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer. Aber dafür leicht zu besiegen. Ist es endlich vorbei? Also, ihr wisst, was ich meine. Das war irre. Ich war irre. Du bist nicht der Erste, dem das passiert. Die Ärzte haben die anderen untersucht und zum Glück keine bleibenden Schäden. Sieht so komisch aus. Danke. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Schlag die Wildcats am Samstag und wir sind quitt. Geil. Alle vermissten Studenten sind wieder da. Das ist gut. Vielleicht ist bald alles wieder beim Alten. Ich vermisse das Alte. Ganz deiner Meinung, Kumpel. Cool. Haben wir das auch geschafft. Gut. Als nächstes kümmern wir uns um...
dieses Gebiet und diese Nebenquest, die anscheinend nicht verfügbar ist? Was? Ach doch, jetzt. Ich glaube, das schaffen wir noch. Tja, schneide. Es geht. Jameson hat recht. Du ziehst eine Riesenshow ab, aber am Ende dürfen andere deinen Mist wegräumen. Wie kommen Sie jetzt darauf, Officer? Fisk wird davonkommen. Wohl eher nicht. Wir haben Jahrzehnte Beweise gegen den Dicken. Nicht mehr. Das Fahrzeug mit den Beweisen wurde überfallen. Diese Festplatten werden wir wohl nie mehr wiedersehen. So einfach kommt mir Willy nicht davon. Ich hol die Platten zurück. Ja, moin. Okay. Nachdenken. Die Beweise haben RFID-Identifikationsmarkierungen. Wenn ich die verfolge, sollte ich die Festplatten finden. Ich muss mich beeilen. Wie weit weg ist das denn? Diggi. Ich spotte immer über Jameson, aber seine ständigen Lästereien erreichen die Leute tatsächlich. Ich meine, Fisks Leute klauen die Festplatten und das ist dann meine Schuld? Aber jetzt ist vor allem wichtig, dass Fisk nicht damit davonkommt. Ist halt echt so. Ich meine, wir haben ihn ganz am Anfang eingesperrt in Part 2. Und dann soll er jetzt in Part 43 plötzlich ausbrechen? Das lasse ich nicht zu. Ich habe nicht umsonst 41 Parts gemacht. Damit er... Gerade noch. Offenbar sind die Festplatten noch alle intakt. So, dann vermasseln wir Willy mal die Party. Du bist nicht sehr wachsam. Hat das noch jemand? Jetzt wirst du schwer sein. Ich hab was gefasst. Halt ihn doch endlich ab! Nö, vergiss es. Ich lasse dich zu, dass ihr mir meine harte Arbeit hier zunichte macht. Das könnt ihr vergessen. Ihr werdet ihn nicht befreien. Das könnt ihr gleich mal vergessen, ihr kleinen Dudes. Ihr Mistzicki, ihr macht mir nicht alles kaputt. So. Das war's? Andere Leute verteidigen ihr neues Smartphone, Hertha. Ist halt echt so. Das war ein bisschen lächerlich. Sie sind nicht beschädigt. Perfekt. Jetzt muss ich sie nur noch zum Revier Hell's Kitchen bringen. Ich hab das Gefühl, da kommt noch was. Oder auch nicht. Würde gern Willys Gesicht sehen, wenn er von dem hier hört. Da kommt ihm sein Gefängnis-Bordeaux hoch. Was ist denn ein... Das verstehe ich nicht. Was ist das? Muss ich dazu vorher selber im Knast sein? Weiß ja nicht. Kann ja sein. Hey, ich hätte das... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe, was er meinte. Aber okay. Fisk geht nirgendwo hin. Ich habe die Festplatten. Moment mal. Du wusstest zufällig, wo du sie finden würdest? Vielleicht arbeitest du ja tatsächlich für den Kingpin. Wow, echt jetzt? Ich klaue sie und bringe sie dann zurück? Meint ihr Jungs echt, ich habe nichts Besseres zu tun? Oh-oh. Raketen! In Deckung! Oh, da hätte ich nichts gegen machen können. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Ist halt echt so. Ich sagte doch, da kommt noch was, ne? Tut mir leid. Die werfen uns entgegen, was sie haben. Wieso kommt da jetzt noch was? Alles wegen der Festplatten? Habt ihr noch nie was von der Cloud gehört? Ist halt echt so. Heutzutage gibt's was, sowas wie Clouds, ne? Nutzt die mal. Wer nutzt eigentlich heutzutage noch USBs? Und erst an mir vorbei, wenn sie euch wollen. Du hättest im Bett bleiben sollen. Geh schlafen. Arschloch. Da kam gerade der Klaus vorbei. Klaus Kinski. Eine Gangster-Fahrgemeinschaft? Immerhin ist Fist umweltfreundlich.
Und bam! Schöner Kick. Und dann kriegt er noch die Tür ab. Und machen wir gleich noch die zweite Tür oder Tonne. Machen wir noch die Tür ab. So, zack. Ich könnte noch die dritte Tür aufzuwerfen. Oh, die mit den Raketenwerfern echt. Siehst du doch. Was ist denn das? Ernsthaft, du willst mich aus nächster Nähe mit einem Raketenwerfer treffen? Das ist ein bisschen uncool. Spider-Man, wir haben den Kontakt zum Dach verloren. Mist, Fisks Leute haben es wohl nach oben geschafft. Cool, Level 38. Wo sind die Festplatten? Fahr zur Hölle. Falsche Antwort. Wie kommt denn da noch? Meine Güte. Das ist ganz schön krass hier. Ja, ich lass seh's. Sie nicht an die Platten! Also spätestens jetzt müssen sie mir glauben. Dass ich nicht das Böses vorhab. Bereich gesichert. Puh. Spider-Man, tut mir leid. Habt ihr Unrecht getan. Jameson soll zur Hölle fahren. Danke vielmals, Officer. Eins noch. Kommst du wirklich aus einer anderen Welt? Ja, sie heißt Queens. Bis dann. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Dann würde ich sagen, im nächsten Part, ihr seht es, Kampagnenfortschritt 70%. Das heißt, wir können endlich mit dem ersten DLC beginnen. Woo! Geil. Ja, und hoffentlich können wir die anderen Anzüge noch freischalten. Basismarken müssen... 6 Basismarken! Digga. Übertreib halt. 6 Basismarken. Gibt es überhaupt so viele Basen noch? Ja. Aber falls euch diese chillige Folge mal gefallen hat, dann liken, kommentieren und teilen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir den ersten DLC anfangen. Also bis dahin. Tschüss und ciao, euer Wyvern. Ciao, Leute.